Ein hochwertiges und sehr scharfes Messer leistet in der Küche gute Dienste. Sie nutzen es, wenn es um das Schneiden von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln geht. Vor allem die Damastmesser erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. Diese Messer werden aus dem Damaszener Stahl gefertigt und zeichnen sich durch eine hohe Stabilität und exzellente Schärfe aus. Auffallend und typisch für die Damastmesser ist das Streifenmuster in der Klinge. Wie dieses zustande kommt und worin sich die Damastmesser unterscheiden, verraten wir Ihnen in unserem Produktvergleich und unserem Ratgeber. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Zeus XL Damastmesser. Das Zeus XL Damastmesser ist mit einem Griff aus Edelholz ausgerüstet. Es hat eine fein gemaserte Klinge aus besonders gehärtetem VG10 Stahl und soll äußerst scharf sein. Das Verhältnis zwischen der Messerklinge und dem Griff ist nach Angaben des Herstellers gut ausbalanciert, sodass das Messer gut in der Hand liegt. Rechtshänder und Linkshänder können das Messer laut Herstellerangaben gleichermaßen nutzen. Die Messerklinge hat eine Länge von 20 cm und ist aus 67 Schichten Damast gefertigt. Dadurch soll sie vor Korrosion und Bruch geschützt sein. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 32 cm. Demnach ist der Griff 12 cm lang. Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst sollen Sie mit dem Santoku-Messer von Zeus in der XL-Ausführung problemlos schneiden. Sie erhalten das Damastmesser mit einem Schleifstein und einer Messe-A-Box, die Sie als Geschenkverpackung nutzen können. Die Maße des Schleifsteines betragen 25 mm in der Breite und 100 mm in der Länge. Mit Hilfe des Schleifsteins haben Sie die Möglichkeit, die Klinge nachzuschleifen. Kann ich ein Damastmesser schleifen? Ein Damastmesser müssen Sie regelmäßig schleifen oder schärfen lassen. Hierzu verwenden Sie am besten Schleifsteine. Diese erhalten Sie mit verschiedenen Körnungen. Einen Schleifstein mit einer groben Körnung setzen Sie zum groben Schleifen ein. Zum Feinschleifen nutzen Sie einen Schleifstein mit einer feineren Körnung. Wie das Schleifen des Messers funktioniert und was Sie dabei beachten sollten, erläutern wir Ihnen in unserem Ratgeber. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Chansu SZPCS 2019-001 Damastmesser Zeus XL Damastmesser. Das Chansu SZPCS 2019-001 Damastmesser wird aus 67 Schichten Damast gefertigt und nach der klassischen, altjapanischen Kaishan-Tradition geschmiedet. Das zur Herstellung des Messers verwendete Material ist laut Anbieter rostfrei, langlebig sowie korrosionsbeständig und verfügt über eine viermal höhere Schärfe als ein herkömmliches Stahlmesser. Die Schneide ist so geformt, dass sie das Damastmesser zum Schneiden von Fleisch, Fisch und Gemüse und als Wiege- und Schlagmesser zum Zerkleinern von Nüssen, Körnern oder Kräutern verwenden. Der Härtegrad der Klinge liegt zwischen 60 und 62 Rockwell. Jede Messerklinge erhält aufgrund der Schmiedekunst eine einzigartige Maserung. Demnach ist jedes Messer ein Unikat. Der Griff des Damastmessers ist aus dem G10-Material gefertigt. Laut Hersteller bieten Ihnen das Material und die ergonomische Form ein gutes Handling und eine gute Grifffestigkeit für Rechts- und Linkshänder. Die Griffform soll Ihnen ein ermüdungsfreies Arbeiten mit dem Messer ermöglichen. Die Klinge und der Messergriff sind fest miteinander verbunden und haben laut Hersteller eine lange Lebensdauer. Sie erhalten das Damastküchenmesser in einer Geschenkverpackung. Was ist das G10-Material? Bei dem G10-Material handelt es sich um einen leichten und robusten Kunststoff, bei dem Glasfasern mit Epoxidharz zu Schichten verpresst werden. In der Regel werden die G10-Materialien mit einem Bandschleifer in die gewünschte Form gebracht. Zur Aufbewahrung empfiehlt Ihnen Chansu, das Messer an einem Wandmagnetstreifen oder einem Magnetmesserhalter zu befestigen. In eine Schublade sollten Sie das Messer keinesfalls legen. Dies liegt an der Schneidgefahr. Zusätzlich ist die Klinge in einer Schublade nicht geschützt und könnte beschädigt werden. Bei der Verwendung sollten Sie laut Hersteller nur Schneidbretter aus Gummi, Holz oder Kunststoff verwenden. Glas, Keramik, Granit oder Marmor eignen sich nicht als Schneidunterlagen. Der nächste Produkt ist Schwarzhirsch Caliban Damastmesser Chansu SZPCS 2019-001 Damastmesser.
Das Schwarzhirsch-Caliban-Damastmesser wird handgefertigt und ist den Herstellerangaben nach sehr gut verarbeitet. Es soll eine sehr gute Balance und eine äußerst scharfe Klinge haben. Die Klinge besteht aus VG10 Stahl und ist 20 cm lang. Der Griff des Damastmessers wird aus Echtholz gefertigt. Der Hersteller hat ihn seinen Angaben nach so konstruiert, dass er sich für möglichst viele Griffarten und Handgrößen eignet. Er soll sich sehr gut anfühlen und ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen. Meist ist es nicht möglich, ein Kochmesser so auf der Küchenarbeitsfläche zu platzieren, dass die Klinge nicht in Kontakt mit der Arbeitsplatte kommt. Anders sieht es bei dem Caliban-Damastmesser von Schwarzhirsch aus. Das Messer lässt sich so auf den Untergrund abstellen, dass es die Arbeitsfläche nach dem Schneiden von Geflügel nicht kontaminiert. Der Kropf des Schwarzhirsch-Damastmessers weist dem Hersteller zufolge eine ergonomische Form auf. Das soll verhindern, dass die Hand ermüdet und einen sicheren Griff ermöglichen. Außerdem ist das Kochmesser mit Griffmulden versehen. Dank ihnen besteht laut Hersteller die Möglichkeit, die Lebensmittel je nach Bedarf im Hammergriff oder Klemmgriff ergonomisch zu schneiden. Zum Lieferumfang des Küchenmessers zählt eine Geschenkverpackung. Hierbei handelt es sich um eine Walnusstruhe, die sehr gut verarbeitet sein soll. Zusätzlich ist ein E-Book Teil der Lieferung. Das Buch hat 35 Seiten und informiert über die Entwicklung des Damastmessers Caliban und relevante Schneidetechniken. Außerdem enthält das E-Book Tipps zur Pflege des Kochmessers. Was ist der Kropf? Bei einem Kropf handelt es sich um eine Verdickung am Messerhals. Er befindet sich zwischen dem Griff und der Klinge und kann verhindern, dass die Finger während der Schneidarbeiten in Kontakt mit der Schneide kommen. Außerdem kann ein Kropf dank seines Gewichts dazu beitragen, dass das Küchenmesser sicher in der Hand liegt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Kai TDM 1702 Jean Premier Tim Melzer Damastmesser. Mit diesem Kai TDM 1702 Jean Premier Tim Melzer Damastmesser stellen wir Ihnen ein Messer vor, das der Serie des bekannten Kochs Tim Melzer angehört. Das Damastmesser ist laut Hersteller aus 32 Lagen korrosionsbeständigem Damaszenerstahl gefertigt und zeitlos designt. Es soll sehr scharf sein. Das Design der Klinge resultiert aus der handbearbeiteten Hammerschlagoberfläche. Diese wird in Japan Tsuchime genannt. Der Damast wird im Rahmen des Tsuchime-Schmiedeverfahrens mehrfach erhitzt und danach per Hand gehämmert. Dabei wird so gezielt vorgegangen, dass vor allem im oberen Bereich der Klinge ein einzigartiges Hammerschlagdesign entsteht. Durch die Hammertechnik entsteht zwischen der Messerklinge und dem Schneidgut eine Vielzahl kleiner Luftpolster. Bei dem Damastmesser handelt es sich um ein Santoku-Messer. Die Klinge hat eine Länge von 18 cm und einen Härtegrad von 61 Rockwell. Sie ist mit einem Griff aus Walnussholz verbunden und soll Ihnen präzise Schnittleistungen bieten. Der Griff ist so geformt, dass Rechtshänder und Linkshänder mit dem Küchenmesser arbeiten können. Was ist ein Santoku-Messer? Die Santoku-Klingenform ist eine der vier japanischen Klingenformen. Santoku-Messer verwenden sie, um Fleisch, Fisch und Gemüse zu schneiden. Mehr zu den Klingenformen und ihren Vorzügen erfahren Sie in unserem Ratgeber. Die Schmiedekünstler aus Sakai City passen die innerhalb der Serie von Tim Melzer produzierten Messer äußerst genau an die Einsatzbereiche an. Alle Messer sollen Ihnen eine genaue Schnittleistung bieten. Damit dies so bleibt, empfiehlt Ihnen der Hersteller, das Messer nur von Hand und mit heißem Wasser abzuspülen und es anschließend gut abzutrocknen. Bei der Lagerung sollten Sie darauf achten, dass die Klinge nicht mit anderen metallischen Gegenständen in Berührung kommt, da sonst die Schneide beschädigt werden kann. Ein Messerblock, ein Magnetbrett oder ein Schubladeneinsatz für Messer aus Holz eignen sich für die Aufbewahrung des Damastmessers am besten. Der nächste Produkt ist Vakuli 3D Mark Hohl EDB Damastmesser Kai TDM 1702 Jean Premier Tim Melzer Damastmesser. Bei dem Vakuli 3D Mark Hohl EDB handelt es sich um ein Damastmesserset. Es besteht aus drei verschieden großen Messern. Laut Hersteller ist dieses Damastmesserset die ideale Grundausstattung für Hobby- und Profiköche. Das Set besteht aus einem Santoku-Messer mit einer Länge von 30,5 cm. Einem Santoku-Messer mit einer Länge von 23,5 cm.
einem Office-Messer mit einer Länge von 19,5 cm. Mit den Damastmessern schneiden Sie Fisch und Fleisch und schälen oder schneiden Obst und Gemüse. Die Klingen der Vakuli-Messer werden aus 67 Schichten Damast gefertigt und haben einen VG-10-Stahlkern. Der Härtegrad aller Messer im Set liegt zwischen 58 und 62 Rockwell. Die Messer bieten Ihnen laut Herstellerangaben eine lange Lebensdauer und sind sehr scharf. Bei Bedarf schleifen Sie die Messerklingen mit den Schleifsteinen von Vakuli nach. Sie erhalten das Messerset von Vakuli in einer laut Hersteller edlen Holzbox, die Sie als Geschenkverpackung und zur Aufbewahrung des Messersets verwenden. Jedes Messer ist ein Unikat, da die Struktur der Klingen durch die Schmiedetechnik stets anders aussieht. Der Griff aus Ebenholz ist dem Hersteller zufolge ergonomisch geformt und bietet Rechts- und Linkshändern eine gute Handhabung beim Schneiden und Schälen. Neben dem Messerset mit den drei Damastmessern erhalten Sie von Vakuli verschiedene andere Messer. Das Angebot erstreckt sich vom Office-Messer über das Chefmesser bis hin zu weiteren Sets. Was bedeutet die Rockwell-Angabe? Bei der Bezeichnung Rockwell handelt es sich um eine international gebräuchliche Maßeinheit, die die Härte technischer Wirkstoffe angibt. Die Messer mit einem Härtegrad von 60 bis 63 HRC haben eine lange Schnitthaltigkeit. In unserem Ratgeber behandeln wir diesen Punkt ausführlicher. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Zeus L Damastmesser Vakuli 3D Mark Hohl EDB Damastmesser. Das Zeus L Damastmesser ist ein Santoku-Messer und hat eine Gesamtlänge von 24 cm. Die Klingenbreite beträgt 3 cm. Sie erhalten das Zeus Damastmesser in einer Verpackung, in der Sie das Messer bei Nichtnutzung aufbewahren. Zum weiteren Lieferumfang gehört ein Schleifstein, der Ihnen ein einfaches und problemloses Nachschärfen der Messerklinge ermöglichen soll. Das Damastmesser von Zeus ist aus besonders gehärtetem VG-10-Stahl angefertigt. Laut Hersteller bietet Ihnen dieses Material eine langanhaltende Schärfe. Die Klinge besteht aus 67 Schichten japanischem Damast. Der Griff ist aus Edelholz gefertigt. Laut Angaben des Herstellers sind die Klinge und der Messergriff so ausbalanciert, dass das Messer gut in der Hand liegt. Was bedeutet VG-10-Stahl? Bei dem VG-10-Stahl handelt es sich um einen rostfesten, erstklassigen Klingenstahl in der höchsten Güteklasse mit einem Kohlenstoffgehalt von 1%. Aus diesem Grund ist der VG-10-Stahl gegenüber anderen Stahlsorten sehr robust und bietet Ihnen hervorragende Schneideeigenschaften. Mehr Informationen zu dem VG-10-Stahl erhalten Sie in unserem Ratgeber. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Shoko Gyuto Slim Damastmesser Zeus L Damastmesser. Das Shoko Damastmesser Gyuto Slim ist mit einer Klinge ausgestattet, die aus einem japanischen VG-10-Damaststahl gefertigt wird und 67 Lagen hat. Nach Angaben des Herstellers ermöglicht Ihnen das Produkt ein ermüdungsfreies Arbeiten. Es soll sich für filigrane Schneidarbeiten eignen. Das Damastmesser ist mit einem patentierten Griff ausgerüstet. Er ist sechskantig und dem Hersteller zufolge ergonomisch designt. Der Messergriff soll gut in der Hand liegen und eignet sich für Rechtshänder und Linkshänder. Das Olivenholz, welches der Hersteller für die Produktion des Messergriffes verwendet, wird mit Vakuum versiegelt. Dadurch soll das Holz haltbarer werden. Für die Messergriffe verwendet Shoko seinen Angaben nach Olivenholz aus italienischen Olivenhainen, das 12 Jahre lang gelagert wurde. Der Hersteller weist in seiner Amazon-Produktbeschreibung darauf hin, dass das Damastmesser nicht in die Spülmaschine gegeben werden darf, da sich dies negativ auf die Schnitthaltigkeit und den Messergriff auswirkt. Bezüglich der Aufbewahrung empfiehlt Ihnen der Hersteller, das Messer in eine Schatulle zu legen oder in einen Messerblock zu stecken. Wichtig ist, dass Sie das Küchenmesser außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Beim Schneiden sollten Sie Kunststoff oder Holzbretter verwenden. Nutzen Sie keinesfalls Bretter aus Metall oder Stein und hacken Sie mit Hilfe des Messers keine Knochen, da dadurch die Klinge beschädigt werden könnte. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Vakuli EDIB, eine D-Mark San EDB Damastmesser Shoko Gyuto Slim Damastmesser. Das Damastmesser aus der Serie EDIB gehört den Angaben des Herstellers zufolge zu den beliebten Vakuli-Damastmessern.
Es hat einen Härtegrad von 58 bis 62 Rockwell und eine Gesamtlänge von 30 cm. Die Klinge ist 17 cm lang und beidseitig geschliffen. Die Griffform ermöglicht laut Hersteller Rechts- und Linkshändern ein gutes Handling beim Schneiden von Fleisch, Fisch und Gemüse und beim Zerkleinern von Kräutern. Das Gewichtsverhältnis zwischen der Klinge und dem Griff ist nach Herstellerangaben gut ausbalanciert, was die Handhabung erleichtert. Die Wakolidamastmesser werden traditionell nach der japanischen Schmiedekunst aus 67 Stahllagen und mit einem VG10 Stahlkern gefertigt. Der Stahlkern soll für eine lange Haltbarkeit sorgen. Hochwertige, ergonomisch geformte Griffe aus Ahornholz zeichnen die Damastmesser von Wakoli laut Hersteller aus. Die Stahllagen des Wakoli Edip, eine D-Mark San EDB Damastmessers, werden mehrfach gewickelt, wodurch eine einzigartige Struktur entsteht. Diese macht jede Messerklinge zu einem Unikat. Das Santoku Damastmesser ist nach Angaben des Herstellers extrem hart und hoch belastbar. Es soll seine Schärfe für eine lange Zeit behalten. Sie erhalten das Messer in einer Geschenkverpackung, die gleichzeitig als Aufbewahrungsmöglichkeit dient. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sansuk Damastmesser Wakoli Edip, eine D-Mark San EDB Damastmesser. Das Sansuk Damastmesser wurde nach Angaben des Herstellers fachmännisch aus 67 Schichten kohlenstoffreichem Edelstahl des Typs V10 mit einer Härte von 60 plus minus 2 auf der Rockwell-Skala, HRC, und soll so für eine gute Festigkeit sorgen. Es eignet sich für das Schneiden von Fleisch, Fisch, Brot, Gemüse und Früchten und ist laut Sansuk der ideale Begleiter für die heimische Küche oder für Restaurants. Die Klinge hat eine Länge von 20,32 cm oder 8 Zoll, eine scharfe Kante und laut Hersteller eine perfekte Krümmung, da das Messer von Hand bei 8 bis 15 Grad pro Seite auf Hochglanz poliert wurde. Lange Haltbarkeit: Die Kante des Sansuk Damastmessers schneidet laut Hersteller sehr leicht und soll so in Kombination mit einer Wasserwellenoberfläche der Klinge sehr haltbar sein und die Schärfe für bis zu 6 Monate halten. Erst danach ist laut Sansuk ein Nachschärfen notwendig. Das Damastmesser von Sansuk verfügt nach Angaben des Herstellers über einen ergonomischen und komfortablen Griff mit einer Länge von 12,7 cm oder 5 Zoll, der für hervorragenden Halt, perfekte Balance und einzigartige Kontrolle sorgen soll. Selbst nach längerem Gebrauch ermüden laut Sansuk die Handfläche und das Handgelenk beim Schneiden nicht. Das Damastmesser wird zusammen mit einer schönen Geschenkbox versendet und eignet sich damit als Geschenk für verschiedene Anlässe wie Geburtstage, Weihnachten, Ostern, Halloween und Co. Was ist ein Einhandmesser? Bei den Einhandmessern handelt es sich um eine spezielle Form der Taschenmesser, die sich einhändig öffnen und oftmals einhändig schließen lassen. Diese Messerart wurde um die 1930er Jahre mit dem Ziel entwickelt, Kriegsversehrten oder Menschen mit Behinderungen die Nutzung eines Taschenmessers zu ermöglichen. Allerdings sind die Messer mit einer einhändig feststellbaren Klinge seit 2008 verboten. Mehr dazu erfahren Leser im Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich. Der nächste Produkt ist Adelmeier Damastmesser. Mit dem Adelmeier Damastmesser sind Sie als Hobby- oder Profikoch laut Herstellerangaben gut ausgestattet. Zur Produktion des Messers verwendet der Hersteller seinen Angaben nach hochwertige Materialien. Durch diese soll das Messer robust und scharf sein. Das Messer hat einen laut Anbieter ergonomisch geformten Griff, der aus Walnussholz besteht. Durch die Griffform liegt das Messer nach Herstellerangaben gut in der Hand. Das Schnittergebnis soll präzise und einwandfrei sein. Mit dem Gewicht zwischen 220 und 230 Gramm gehört das Kochmesser zu den leichteren Ausführungen der Damastmesser. Beim Schleifen der Klinge setzt der Hersteller auf alte, fast vergessene Traditionen aus dem Bergischen Land. Der Schliff nach Art des Bergischen Landes läuft, im Vergleich zum modernen Keilschliff, äußerst spitz nach unten zu. Zusätzlich wird er weiter oben angesetzt. Diese Schleiftechnik soll dem Messer eine hohe Langlebigkeit und extreme Schärfe verleihen. Die Klinge hat einen Kern aus VG10 Stahl und besteht aus 67 Lagen Damaszener Stahl. Das heißt, auf dem Kochmesser ist ein markantes Muster sichtbar. Durch die gute Balance zwischen dem Griff und der Klinge sollen Sie mit dem Damastmesser gut arbeiten.
Das Messer hat eine Gesamtlänge von 34 cm. Die Klinge ist 20 cm und der Griff 14 cm lang. An der breitesten Stelle ist die Klinge 4,5 cm breit. Mit dem Damastmesser schneiden Sie laut Hersteller Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst problemlos und schnell. Sie bekommen das Messer in einer Box, die als Geschenkbox oder zur Aufbewahrung des Küchenmessers dient. Zum weiteren Lieferumfang gehört ein E-Book, das 86 Seiten hat und Tipps und Rezepte enthält. Das Unternehmen Adelmeier wurde 2017 in Solingen gegründet. Die Produkte überzeugen nach Angaben des Herstellers mit ihrer Qualität und durch ihre Hochwertigkeit. Der nächste Produkt ist Schneidwerk Damastmesser. Das Santoku Messer der deutschen Firma Schneidwerk hat eine Härte von 58 HCA und sorgt laut Hersteller für ein langanhaltendes Schneidvergnügen. Die Gesamtlänge des Messers liegt bei 30,2 cm. Davon entfallen 17,6 cm auf die Klinge und 12,6 cm auf den Griff. Die Klinge besteht laut Hersteller aus 67 Lagen Edelstahldamast mit einer extrem harten Mittellage, die rasiermesserscharf im Winkel 8 bis 12 Grad geschliffen ist. Die Klinge ist beidseitig geschliffen, sodass sie für Rechts- und Linkshänder geeignet ist. Der Griff des Damastmessers von Schneidwerk besteht aus Hartholz und ist laut Hersteller ergonomisch geformt. Das Messer wiegt 222 Gramm. Der nächste Produkt ist Schefme. Damastmesser. Das Schefme Damastmesser-Set bietet Ihnen laut Hersteller die ideale Basis für Ihre Arbeiten in der Küche. Mit dem Küchenmesser, dessen Klinge eine Länge von 20 cm hat, und dem Office-Messer mit einer Klingenlänge von 8 cm haben Sie zwei Messer, die Sie bei den täglichen Arbeiten in der Küche einsetzen können. Die Messer erhalten Sie in einer Holzbox, die als Geschenkbox oder zur Aufbewahrung der Messer dient. Beide Messer sind aus Damaszener Stahl mit jeweils 67 Schichten gefertigt. Die Klingen sind handgeschmiedet und haben einen Kern aus VG10 Stahl. Durch die traditionelle Bearbeitung des Stahls, der mehrfach gefaltet wird, erhalten die Messer von Schefme eine Maserung, die jedes Messer zu einem Unikat macht. Der Griff der beiden Damastmesser ist aus Mikata hergestellt und liegt nach Herstellerangaben aufgrund der Formgebung und des Materials gut in der Hand. Der Härtegrad der Klingen liegt bei 59 Rockwell. Für die Reinigung der Messer empfiehlt der Hersteller das Spülen von Hand mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Schneiden sollten Sie nur auf Unterlagen aus Holz oder Kunststoff, um die Schärfe der Messerklingen zu erhalten. Was ist Mikata? Zur Produktion von Messergriffen nutzen manche Hersteller Mikata, einen Verbundstoff aus Kunststoff und Fasern. Dabei wird der Basisstoff mit Kunstharz gehärtet und anschließend in Form geschliffen. Mehr zu dem Material erfahren Sie in unserem Ratgeber. Der nächste Produkt ist Lumenstein Cut und Amp. Slice Damastmesser. Der nächste Produkt ist Lumenstein Cut und Amp. Slice Damastmesser. Der nächste Produkt ist Nedforce Parrot Damastmesser. Das Nedforce Parrot Damastmesser ist ein Damastklappmesser, das Sie zu Hause und unterwegs nutzen. Der Griff aus Palisander ist 8,5 cm lang und liegt laut Hersteller gut in der Hand. Im eingeklappten Zustand misst das Damasttaschenmesser 15,5 cm. Durch den integrierten Gürtelclip befestigen Sie das Messer an Ihrem Gürtel. Neben dem Gürtelclip verfügt das Taschenmesser über ein kleines Lederseil, mit dessen Hilfe Sie das Messer bei Bedarf einhängen. Dem Damastklappmesser liegt eine Geschenkbox bei. Das Messer besteht aus einer handgefertigten 67-lagigen Damastklinge, die 7 cm lang und 3 mm stark ist. Das Gewicht liegt bei 111 Gramm. Das Taschenmesser verwenden Sie als Einhandmesser. Eine innenliegende Sicherheitsverriegelung sorgt dafür, dass sich das Messer nicht aus Versehen zusammenklappt. Nur wenn Sie auf die Verriegelung drücken, klappt das Messer zusammen. Der Härtegrad des Damasttaschenmessers beträgt 61 Rockwell. Durch die Handfertigung der Klinge hat jedes Taschenmesser seine eigene Maserung, was jedes Messer zu einem Unikat macht. FAQ: Ist das Mitführen eines Einhandtaschenmessers legal? In Deutschland ist das Mitführen eines Einhandmessers 2008 verboten.
Allerdings darf es im Zusammenhang mit der Ausübung des Berufs, beim Sport oder der Brauchtumspflege mitgeführt werden. Befindet sich das Taschenmesser in einem verschlossenen Behältnis, ist das Transportieren erlaubt? Arretiert die Klinge des Netfos Parrot Damastmessers nach dem Aufklappen? Nach dem Aufklappen arretiert die Klinge des Taschenmessers. Nur durch Drücken des Sicherheitsmechanismus klappen Sie das Netfos Parrot Damastmesser zusammen. Kann ich den Gürtelclip an dem Damast-Taschenmesser entfernen? Der Gürtelclip ist angeschraubt. Sie entfernen ihn durch das Lösen der Schraube. Besteht die Klinge aus Damaststahl mit 67 Schichten? Die Klinge ist traditionell von Hand mit 67 Schichten gefertigt. Hat das Damastmesser einen Holzgriff? Das Taschenmesser ist mit einem Griff aus Palisanderholz ausgestattet. Weniger Anzeigen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.